Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Top 10 Ranking und zum ersten Mal möchte ich vorab ein paar Worte loswerden. Ja, das Streamen von Serien wird immer beliebter, Animes machen da keine Ausnahme und ich habe schon häufiger die Frage gestellt bekommen: Mensch, bei welchem Anbieter kann man denn die besten Animes sehen oder bekommt man das beste Portfolio angeboten? Nun, die Frage ist nicht immer so ganz leicht zu beantworten, denn es richtet sich natürlich auch ein bisschen danach, was ihr so mögt und welches Genre ihr bevorzugt. Aber zumindest hoffe ich euch, dass ich euch mit diesem Ranking ein bisschen helfen kann. Es geht nämlich um die Top 10 Animes, die man bei dem Anbieter Anime On Demand anschauen kann. Ein paar Infos packe ich euch in die Videobeschreibung, Link, was das Abo kostet und so weiter. Und nein, das ist kein finanziertes Video, meine Freunde, ich bin ganz unparteiisch. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich euch, dass euch diese 10 Animes zusagen und vielleicht dazu bewegen, sie euch auf Anime On Demand einmal anzuschauen. Und ohne viel Umschweife geht es dann jetzt auch schon los mit dem Ranking. Viel Spaß! Ich habe sie gesehen. Zwar nur für eine Minisekunde, aber ich habe ihre nackten Brüste gesehen. Die ersten nackten Brüste meines Lebens. Die nackten Brüste eines so süßen Mädchens. Oh Mann, ich flippe gleich aus. Das war die reinste Augenweide. Ich kann es wirklich kaum fassen. Aber wo kommen denn auf einmal die Flügel her? Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Obwohl mich die ganze Zeit das Gefühl plagte, mit einem unschuldigen Kind zusammen zu sein. Dein schönes Geschenk werde ich jedenfalls in Ehren halten. Und jetzt? Yuma, du kannst doch nicht! Wirst du sterben. Alles zerstört. Unglaublich. Ist unser Haus auch abgebrannt? Sieht ganz so aus. Und was machen wir jetzt? Weiß ich nicht, aber Papa wird uns schon rächen. Wo ist Mama? Wo ist sie? Im Luftschutzbunker der Feuerwehr. Mama. Ich bin immer davon gelaufen. Aber ab jetzt werde ich mich nie wieder hinter den Herzen von anderen verstecken. Seine rechte Hand. Oh, schön. Einen Salut für die Geburt des Königs! Tut mir leid, Ayase. Aber Shu. Ich brauche deine Hilfe, Yuta. Mit der Macht des Dark Flame Master können wir die Bewacher ein für alle Mal aus dem Weg räumen und die Grenze zur unsichtbaren Welt finden. Hey, du sollst mich doch nicht so nennen. Aber? Ich habe mir einen neuen Move für dich ausgedacht. Judgment Lucifer! Und? Ich glaube es nicht. Hast du etwa Rollschuhe an? Wie alt bist du? Damit bin ich unglaublich flink. Außerdem kann ich mit ihnen im Fall eines feindlichen Angriffs... Super Verteidigungstwister! Oh. Man kann später nie mehr so einen Unsinn veranstalten. Wir werden uns für immer an diese schöne Zeit erinnern. Yohei! Hast du das gehört? Sie nennt mich Yohei! Erspar mir die Details. Ich möchte dich nur darum bitten, dass du niemals aufhörst, mich zu lieben. Ich liebe dich. Für immer und ewig. Wenn ich doch nur weinen könnte. Habe ich mein Ziel erreicht? Ist alles so, wie es sein sollte? Es scheint, dass sogar in so einer Welt der Winter einbricht. Ich werde dir später von dem Traum erzählen. Was ist los? Willst du nicht schießen? Dein Gegner ist doch nur ein einfacher Schüler. Oder ist dir etwas aufgegangen? Dass nur die schießen sollten, die auch bereit dazu sind, erschossen zu werden? Was? Was zum Teufel geschieht da? Lelouch, wie Britannia, gibt euch einen Befehl. Ihr werdet nun alle
sterben! Yes, Your Highness! Feuer! Hört, hört. Jetzt bin ich aber baff, Kleiner. Ist nicht das erste Mal, dass ein Death Note in die Menschenwelt gerät, aber dass jemand in 5 Tagen so weit kommt. Weißt du, die meisten Leute haben Schiss und bringen es einfach nicht fertig, viel hineinzuschreiben. Ich war darauf vorbereitet, Ryuk. Ich habe bewusst das Notizbuch eines Shinigami benutzt. Und nun ist er hergekommen. Was geschieht jetzt? Raubst du mir meine Seele? Hä? Wie bitte? Ist das die Vorstellung, die ihr von uns habt? Ich mache rein gar nichts mit dir. Doch nicht. Diese Mauer ist doch 50 Meter hoch. Das ist einer. Ein Titan! Es ist Zeit aufzubrechen, Soma. Geh und lote deine Fähigkeiten aus. Eine Kochschule? Nanu, hatte ich das nicht erwähnt? Das ist die beste gastronomische Akademie in ganz Japan. Ich bin durch die Versetzungsprüfung gefallen! Eine absolute Eliteschule mit einer Abschlussquote von unter 10%. Bitte geht! Sareka! Moo, daijoubu da, shounen! Watashi ga kita!